Hallo und herzlich willkommen auf dem Einfach-Koi-Kanal. Ich begrüße euch auf der Teichbaustelle. Wir schreiben das Jahr 2020 und bevor wir hier so richtig loslegen mit dem Teichbau in diesem Jahr, wird es Zeit für so einen kleinen Rückblick. Ich versuche mal, den ganzen Teichbau vom Jahr 2019 in dieses kleine Video zu quetschen. Wie ihr seht, fällt die Winterabdeckung für die Teichbaustelle im Jahr 2020 deutlich luxuriöser aus wie die vom letzten Jahr. Die hatte ja eher so das Modell Tigerkäfig. Leider konnte man unter dieser Art der Teichabdeckung nicht arbeiten. Da gefällt mir das Modell Donnerkuppel von diesem Jahr deutlich besser. Aber was meint ihr? Schreibt's mir doch mal unten in die Kommentare. Ich kann nur raten, eine vernünftige Lösung für die Überdachung der Teichbaustelle zu finden, sonst ergeht es euch wie mir im Jahr 2019. Ich konnte mit dem Teichbau erst im Frühjahr starten. Und zu meinem Ärger begann der Teichbau im Jahr 2019 genauso wie der im 2018 mit jede Menge Ziegeln und Bauschutt, denn ich startete mit den Vorbereitungen für die Bodenplatte der Filterkammern. Allein der Aushub der Erde hat mich um Tage in meiner Teichplanung zurückgeworfen und mir so manchen Euro Entsorgungskosten beschert. Was da auf den 8 Quadratmetern zutage kam, war wirklich nicht mehr feierlich. Ziegel, Bauschutt, Sandsteine, jede Menge Schrott und natürlich auch Sperrmüll. Um die guten Geister auf die Teichbaustelle zu rufen, haben wir in einem feierlichen Ritual den Klappstuhl wieder ausgegraben. Sobald der Boden der Filterkammer eingeebnet war, wurde die PE-Folie wieder ausgelegt. Dann habe ich mir meine Rohrdummies geschnappt und habe erstmal so eine kleine Peilung aufgenommen, ob das alles so funktioniert mit dem Anbinden vom Abwasser, mit der Überlegung, die ich getroffen habe für meine Standrohre der Filterkammern und so weiter. Mit den Rohrleitungsdummies ließ ich also schnell und einfach prüfen, ob überall genug Platz war für den Einbau der Abwasseranlage. Parallel dazu haben wir uns um die Anfahrt vom Kies gekümmert. Den brauchen wir ja, um den Beton der Bodenplatte von Hand selber zu mischen. Die Teichbaustelle selbst wurde zwischen den Baustopps immer wieder mit der Gewebefolie abgedeckt, sonst wäre relativ zügig immer wieder Land unter gewesen. In der nächsten Schönwetterphase haben wir uns um die Vorbereitung für den Luftheberschacht gekümmert. Dabei diente der größere Blumenkübel als Platzhalter, so dass wir die Position vom Luftheberschacht genau einmessen konnten. Das Ziel war, mindestens 50 cm mehr Einblastiefe für den Luftheber rauszuholen. Leider war das Teichbauwetter im Frühjahr 2019 sehr, sehr unbeständig, was leider zu regelmäßigen Unterbrechungen im Teichbau führte. Also habe ich versucht, wirklich jede freie Minute und jedes Schönwetterfenster zu nutzen, um bei meinem Teichbau weiterzukommen. Im nächsten Bauabschnitt wurden die Baustahlmatten für die Bodenplatte der Filterkammern eingepasst und die Ausschnitte für den Luftheberschacht vorbereitet, so dass der Betonring dann perfekt positioniert werden kann. Dann wurde das Ganze formschön mit Hilfe vom Winkelschleifer kreisrund rausgeschnitten und das Abfallstück verwenden wir später dann noch für die Armierung der Bodenplatte. Auch der Rest der Bodenplatte wurde mit Hilfe von einer Baustahlmatte ausgelegt. Zum Glück blieb trotz Baustahleinlage genug Platz für die Verrohrung und die Abwasseranbindung der Filterkammern. Im nächsten Schritt habe ich dann mit Hilfe von so einem Richtscheit die genaue Position der wasserführenden Rohre, die aus dem Teich kommen, eingemessen und gleich mit Hilfe von einer Handsäge auf die passende Länge eingekürzt. Das Ziel von dieser Übung sollte sein, dass möglichst alle wasserführenden Rohre so parallel wie möglich in der Filterkammer ankommen, so dass es dann später keine Probleme gibt bei den Verrohrungsarbeiten und ihr weitestgehend auf das Benutzen von flexiblen Muffen verzichten könnt. Danach wurde systematisch damit begonnen, die Rohrdummies gegen die endgültige Verrohrung auszutauschen. Dabei war es mir wichtig, dass alle wasserführenden Rohre sowie das Standrohr zum Ablassen der Filterkammer auf einer Linie ankommen. Natürlich musste auch die Positionierung der Bodenabläufe für die anderen Filterkammern genau stimmen. Ein Fehler an dieser Stelle hätte später richtige Probleme beim Bau der Filterkammern bedeutet. Doch erstmal musste der Luftheberschacht finalisiert werden. Dazu wurde die entstandene Grube ebenfalls mit PE-Folie abgedichtet, mit Hilfe von einem handelsüblichen Polymerkleber an der Wassersperrfolie der Teichbaustelle befestigt. Zum Glück gerade noch rechtzeitig, denn da kommt schon das ganze Baumaterial für den Luftheberschacht. Auch 2019 musste das gesamte Teichbaumaterial von Hand auf die Teichbaustelle geschafft werden. Jeden Sack Zement und jeden Schalstein haben wir mindestens dreimal in der Hand gehabt.
Bei der Gelegenheit wurden natürlich auch gleich alle Schalbetonsteine, die noch für die Errichtung der Filterkammern und der Trennwände benötigt wurden, mit angeliefert. Dabei waren die Schalsteine, die dann später auch die Trennwände meiner Filterkammern bilden. Auch angeliefert wurden weitere zwei Paletten 24er Schalbetonsteine. Dazu passend habe ich mir natürlich auch die passenden Endsteine besorgt und eine ganze Palette voll 25 Kilo Säcke Zement schön verschweißt in dieser Folie, so dass ich das auch gemütlich auf die Teichbaustelle transportieren kann. Der Transport zur Teichbaustelle erfolgt wie immer mit Hilfe von meinem Hänger und die letzten 200 Meter dürfen wir das Ganze dann auch noch von Hand schieben und zum Schluss das Ganze auch noch von Hand abladen. So kommt auf jeden Teichbautag, den ihr 2019 gesehen habt, mindestens ein Tag für Material an- oder Abtransport auf die Baustelle zusätzlich dazu. Immer wenn der Materialnachschub gesichert war, ging es mit dem Teichbau weiter. Die Zutaten und die nötigen Werkzeuge für die erste Betonsession liegen bereit. Der Betontransport erfolgt mit der Schubkarre. Gemischt wird Zement, Kies und Wasser mit Hilfe vom Betonmischer in einem Mischungsverhältnis von 3:1 mit idealer Konsistenz zum Einbau in das Fundament. Dabei besteht das Fundament für den Luftheberschacht aus einer Schicht Beton, einer Einlage aus Baustahlmatten, gefolgt von einer weiteren Schicht aus Beton. Dabei musste ich auch noch auf die perfekte Einbauhöhe für meine Betonschachtringe achten. Zum Glück gelang mir an dieser Stelle eine Punktlandung. Nun musste das Ganze nur noch mit Moniereisen gespickt werden, so dass sich der neue und der alte Betonguss der Bodenplatte später auch gut miteinander verbindet. Während das Ganze aushärtet, füllten wir die Betonspeicher wieder auf, überprüften das abgebundene Fundament auf die korrekte Ausrichtung. Circa 48 Stunden nach dem Betonguss begannen wir mit dem Aufstellen der Betonschachtringe. Beide wurden so exakt wie möglich übereinander gestapelt und mussten wirklich zentimetergenau positioniert werden. Es gab genau 2 cm Spiel in alle Richtungen. Dabei gelang auch eine perfekte horizontale Ausrichtung. Also wurde beim Gießen vom Mini-Fundament wirklich gut gearbeitet. Gestärkt von diesem Erfolg ging es an das Errichten der Schalung für die Bodenplatte. Diese bestand auf der gesamten Länge aus ineinander gesteckten OSB-Platten, verstärkt mit Hilfe von ein paar Kanthölzern. In den Boden eingeschlagene Erdnägel halten das Ganze perfekt an Ort und Stelle. An diesem Punkt konnte man die Ausmaße meiner Filterkammer so langsam erahnen. Das Ganze wurde dann noch mit der PE-Folie wieder ausgelegt, so dass kein Wasser von unten in das Bauwerk eindringen kann. Und dann begann die finale Super Mario Nummer. Im ersten Schritt wurde das gesamte Abwassersystem für die Filterkammern wieder installiert. Dabei wurde peinlich genau auf die perfekte Ausrichtung einzelner Bauteile geachtet. Denn alle Rohrleitungen, die ihr an dieser Stelle in der Filterkammer liegen seht, werden ja dann später komplett im Betonboden der Filterkammern verschwinden. Im Anschluss wurde noch einmal alles peinlich genau ausgerichtet und die Einschubtiefe sowie die Ausrichtung und Position eines jeden Bauteils mit Hilfe von einem Edding markiert. Im nächsten Arbeitsschritt wurden die KG und die PVC-Teile final miteinander verklebt. Ihr seht, die exakte Einschubtiefe und die Position eines jeden Formteils ist angezeichnet. Direkt im Anschluss wurden alle Klebestellen sorgfältig präpariert und die nötigen Formteile angeklebt. Um die Qualität der Klebeverbindung zu sichern, arbeiteten wir an dieser Stelle zu zweit. Für eine optimale Wasserzuführung in die Filterkammer sorgt ein langgezogener 90 Grad Bogen. Dieses kleine Detail sorgt dann später für optimale Wasserzuführung in die Filterkammer. Zum Entleeren der Filterkammern haben wir diese seltsamen Gebilde hier eingesetzt. Die nehmen dann später die Standrohre auf. Und installiert sah das Ganze dann ungefähr so aus. Später konnte man davon nicht mehr viel erkennen, denn dann schaut ja nur noch die Dichtfläche und das Standrohr aus der Betonbodenplatte. Zu jedem Teichbauabschnitt, den ihr hier in diesem kleinen Rückblick seht, findet ihr ein ausführliches Video auf meinem YouTube-Kanal. Als dann endlich die Abwasseranbindung für jede Filterkammer fertig war, alles schön vermufft und verklebt war, ging es endlich an das Thema Beton. Dieser wurde vor Ort selbst mit dem Betonmischer gemischt, anschließend mit der Schubkarre zur Teichbaustelle transportiert und passend genau abgekippt. Dabei fühlt sich das Abkippen einer ganzen Schubkarre Beton ungefähr so an, als würde man eine Bockwurst in eine Turnhalle werfen.
Im Anschluss wurde der Beton von Hand in der Teichbaugrube verteilt. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass sich nirgendwo irgendwelche Hohlräume bilden. Und das war wirklich ein Knochenjob, denn an diesem Tag wurden wieder mehrere hundert Schubkarren Beton bewegt. Das ist dann das Ergebnis von 4 Stunden harter Arbeit für 3 Mann. Dabei hat jeder von uns gemerkt, wie uns dieser Bauabschnitt regelrecht die Motivation aussaugt. Weitere 4 Stunden später sah das Ganze schon so aus. Und unsere Motivation stieg langsam wieder an. Nach 12 Stunden Betonmischen und Einbauen war es dann endlich soweit. Wir brauchen jetzt hier circa noch eine Schubkarre. Der Rest ist wirklich perfekt geworden. Also wurde es Zeit für einen feierlichen Moment, und zwar das Abkippen der letzten Schubkarre Beton. Und keine 36 Stunden später habe ich dann auch direkt mit dem Ausschalen begonnen. Also wurden alle Querriegel abgeschraubt, die Erdnägel gezogen und die USB-Platten entfernt. Und ich denke, das Ergebnis der Betonierarbeit kann sich durchaus sehen lassen. Und apropos sehen, das ist wirklich das erste Mal, dass ich meine komplette Teichform inklusive Filterkammer fein säuberlich aufgestapelt mit Schallbetonsteinen direkt so vor mir sehe. Auch bei diesem Bauabschnitt gelang ein perfektes, maßhaltiges Arbeiten. Jedes Rohr schaut wirklich da raus, wo es rauskommen soll, und auch die Außenmauern verlaufen perfekt in den Dimensionen, wie es geplant war. Also wurde es Zeit, mal so richtig meine Nachbarn zu nerven. Denn auch in die Bodenplatte der Filterkammern wurde mit Hilfe der Schlagbohrmaschine Löcher für die Moniereisen eingebohrt. Auch der ein oder andere Schallbetonstein musste mit Hilfe vom Winkelschleifer perfekt zurechtgeschnitten werden, so wie hier für meine Filtertrennwand. Dabei habe ich gleich darauf geachtet, dass ich genug Platz für die Durchführung zu den verschiedenen Filterkammern lasse. Dabei wurde kein Material verschwendet, auch Betonabschnitte von den Schallbetonsteinen kamen für die Durchführung der Rohre wieder zum Einsatz. Bei der Gelegenheit bekam dann auch jede Reihe Bausteine gleich ihre Einlage aus Baustahl verpasst. Das gilt nicht nur für die Außenwände der Filterkammern, sondern ebenfalls für die Trennwände, die einzelnen Filterkammern später abtrennen. Sobald die Schalbetonsteinwände später ihre endgültige Höhe erreicht haben, werden dann in die Löcher der Bodenplatte noch die senkrechten Moniereisen eingesteckt. Um das Thema Verrohrung und Kernbohrung habe ich mich ja mit Hilfe dieser Schaltafeln drumherum gemogelt. Wie das Ganze genau funktioniert, seht ihr natürlich in dem ausführlichen Video zum Teichbau auf meinem Kanal. Für ein perfektes Ergebnis habe ich natürlich eine Lochkreissäge verwendet. Die so entstandenen Schaltafeln wurden dann mit Hilfe von Schraubzwingen am Teichkörper fixiert und selbstverständlich wunschgemäß ausgerichtet. Im Anschluss werden die passgenau zurechtgeschnittenen Rohre in die Löcher der Schalung eingeschoben. So entsteht eine perfekte Verbindung zwischen den 2 Filterkammern ohne eine Kernbohrung. Auch das Rohr für den Skimmer sowie die Rückleitung in den Teich wurde auf diese Art und Weise umgesetzt. Dabei seid ihr mit dieser Methode wirklich flexibel im Durchmesser und in der Positionierung der Durchführungen. Dann wurde es auch schon Zeit für den Beton. Der wird hier mit Hilfe der Rampe in den Kübel gekippt und dann mit Hilfe von kleinen Eimern in die Schalbetonsteine und in die Schalung eingefüllt. Mittlerweile haben wir auch die senkrechten Moniereisenstangen in die Bodenplatte eingesteckt und da kommt die erste Fuhre Beton. Den Beton schöpfen wir mit Hilfe von einem Eimer aus dem Kübel und füllen ihn direkt in die Schalbetonsteine ein. Im Vergleich zu anderen Teichbauabschnitten macht diese Arbeit wirklich Spaß und ist eventuell etwas für die gesamte Familie. Es empfiehlt sich für diesen Teichbauabschnitt mindestens zu dritt zu sein, einer am Mischer, einer fährt den Beton und einer kippt ihn ein. So füllen wir bei dieser Gelegenheit nicht nur die Schalbetonsteine mit auf, sondern auch die Schalung. An den Stellen, wo später dann noch weitere Schalbetonsteinreihen aufgestapelt wurden, haben wir das Ganze so eingebaut, dass noch eine Hälfte von den Schalbetonsteinen Platz ist, so dass sich später dann der alte und der neue Betonguss auch gut miteinander verbindet. An der ein oder anderen strategischen Stelle haben wir dann natürlich auch noch ein bisschen nachverdichtet. Eine gute Alternative zum Betonkübel wäre an dieser Stelle natürlich auch eine Betonrutsche, aber das war bei diesem Teichbau nicht nötig. Wichtig ist nur, dass für jeden Bauabschnitt genug Baumaterial bereitsteht.
Wir sind das Befüllen der Schalbetonsteine in verschiedenen Etappen angegangen. Immer so, dass sich an einem Bautag die größten Baufortschritte erzielen ließen. Alle Trockenzeiten und das Ausschalen wurde immer so gelegt, dass es dann mitten in der Woche stattfinden konnte, immer dann, wo sowieso nicht so viel am Teichbau stattfinden konnte. Aber egal wie hart so ein Teichbautag war, man hat sich immer am nächsten Tag darauf gefreut, das Ergebnis der Arbeit anzuschauen. Wenn dann nämlich einmal die Schalung ab ist und das Ergebnis ist wirklich gut geworden, dann fühlt man sich in seiner Heimwerkerehre doch stark bestätigt. Mitten in der Woche wurden dann kleine Arbeiten erledigt, wie zum Beispiel das Anschließen vom Skimmer und das Nachfassen von Baumaterial. Beton habe ich mir zum Beispiel meist just in time liefern lassen, sowie alles, was so eine Art Sperrgut ist und ich halt nicht unbedingt auf meiner Baustelle brauchte. Meist erfolgte der Transport der Teichbaumaterialien mitten in der Woche, denn da war ja dann pro Tag meist nur ein oder zwei Stunden Zeit, irgendwas noch zu tun. Und mal ehrlich, man fühlt sich doch abends gar nicht wohl, ohne dass man so einen Bauhänger 200 Meter am Tag rumgeschoben hat, oder? Auch solche Arbeiten wie die Rückleitungen in den Teich und das Aussägen der Schalung und das Positionieren der Schalung habe ich natürlich auch mitten in der Woche gemacht. Das war dann immer noch so eine schöne Sache, die man abends nach Arbeit erledigen konnte. An den Teichbauwochenenden wurden dann alle Sachen finalisiert, die man über die Woche vorbereitet hatte. So nahm der Teichbau gegen Ende der Teichbausaison noch einmal richtig Fahrt auf. Und da langsam aber sicher auch das Ergebnis der Mühen überzeugt, wird es endlich Zeit, das Finale im Teichbau 2019 anzugehen. Um die letzte Steinreihe anzugehen, wird es noch einmal Zeit, das letzte Mal Schalbetonsteine mit dem Hänger zu holen und die letzte Reihe Schalbetonsteine aufzustapeln. Auch in den oberen beiden Reihen Schalbetonsteine wurde mit dem Baustahl nicht gespart. An allen Stößen wurde der Baustahl ausreichend überlappt und anschließend mit Bindedraht fixiert. Jetzt müssen wir nur noch in die obere Schalsteinreihe im Bereich der Biofilterkammer die Wasserdurchführung einbauen, dass darauf dann der Luftheber oder im Alternativbetrieb die beiden Rohrpumpen angeschlossen werden können. Die Verrohrung aller anderen Filterkammern inklusive der Bodenabläufe ist zu diesem Zeitpunkt ja schon abgeschlossen. Endlich sind alle Betonschalsteine an ihrem Platz, alle, bis auf einen. Der musste noch mit Hilfe vom Winkelschleifer zurechtgeschnitten werden und bekam anschließend seinen Ehrenplatz im Mauerverbund. Das war definitiv mit einer der schönsten Momente im Teichbau 2019. Der letzte Stein kam endlich an seinen Platz und das nach über einem Jahr Bauzeit. Nun ist es sozusagen Zeit für die Krönung vom Bauwerk. Der Ringanker wird eingeschalt. Die Schalung besteht aus den OSB-Platten, die ich für die Schalung der Filterkammer schon einmal verwendet hatte. Das Ganze wurde mit Schraubzwingen am Bauwerk fixiert, solide mit Querriegeln aus Holz verschraubt und zusätzlich mit Versteifungen aus Holz versehen. Die sollen das Ausbauchen der Schalung durch den Betondruck verhindern. Dann bekam der Ringanker noch seine zusätzliche Einlage aus Baustahl verpasst. Um die Stabilität zusätzlich zu erhöhen, wurde die Einlage an den Ecken umlaufend gestaltet. Dann wurde es auch schon wieder Zeit für den Beton. Also haben wir alles ordentlich schön vorgefeuchtet, so dass sich der alte und der neue Betonguss auch schön miteinander verbindet. Kurz vor dem Betonguss wurden noch meine Balkenschuhe positioniert. Die habe ich ja gleich bei der Gelegenheit mit in den Ringanker oben eingelassen. Der Beton wurde wieder mit dem Mischer gemischt, anschließend in den Kübel gekippt und mit Hilfe von einem Eimer dann in die Ringankerschalung. Auch in den Ringanker haben wir den ein oder anderen Eimer Beton versenkt. Dabei hat sich beim Einbau eine deutlich flüssigere Betonmischung bewährt, denn die ließ sich mit dem Entenfuß gut verteilen, anschließend mit einem Holz gut glätten. Das so entstehende Betonfinish des Ringankers lässt alle Wünsche offen für die spätere Gestaltung des Teichrands. Auch die Positionierung der Balkenschuhe passte auf Anhieb. Also ging es direkt mit dem Einschalen der letzten Filterkammer weiter. Ein paar Rohre später waren alle Vorbereitungen abgeschlossen und wir konnten sogar noch auf kleine, aber feine Details in der Einschalung Wert legen. Dann kam auch schon der Beton. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, also ging es direkt
mit dem Finale am Ringanker weiter. Das Finale am Ringanker würde ich ebenfalls zu den Highlights im Teichbau 2019 zählen. Doch so schön der Anblick des fertigen Ringankers ist, wir wollten direkt weitermachen und die Teichecken auch noch abrunden. Dazu wurde in den Ecken des Teiches wieder eine Schalung aus OSB-Blatt errichtet, mit Stein gekontert und der hintere Raum dann mit Beton gefüllt. Bei der Gelegenheit wurden die Böden der Filterkammern gleich mit optimiert. Dazu wurde alles mit einer zusätzlichen Estrichschicht ausgekleidet, so dass der Bodenablauf der tiefste Punkt der ganzen Anlage ist. Dabei wurde weitgehend darauf geachtet, dass alle Dichtflächen betonfrei bleiben. Mit dem Betonfinish der einzelnen Böden der Filterkammern bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ging es auch direkt mit dem Skimmer weiter. Diesen haben wir direkt mit in so eine abgerundete Teichecke eingebaut. Anschließend wurde die Teichecke bis oben hin mit Beton gefüllt und das Ganze ordentlich zwischendurch verdichtet. Das Ergebnis, die abgerundete Teichecke inklusive dem Einbau für den Skimmer, kann sich wirklich sehen lassen, würde ich sagen. Leider wurde das Teichbauwetter immer schlechter, die Teichbaustelle selbst stand regelmäßig unter Wasser. Also habe ich mich im Dezember 2019 dazu entschlossen, die Teichbaustelle final trocken zu legen, alles so weit wie es geht sauber zu machen und bevor das Ganze dann auch wieder absäuft, mit einer vernünftigen Winterabdeckung zu versehen. Diesmal sollte es aber eine sein, unter der man auch im Winter arbeiten kann. Deshalb habe ich mich im Dezember 2019 für eine freitragende Variante entschieden. Von meinen älteren Nachbarn auch liebevoll Donnerkuppel genannt. Dazu wurde innerhalb weniger Stunden ein freitragendes Gerüst aus Baustahlstangen und Kabelbindern errichtet. Das Ganze wurde mit einer PE-Folie überspannt. Ähnlich der großen Folietunnel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Nur ich habe mich bei der Variante für eine Schwarz-Weiß-Folie entschieden. So heizt sich die Teichbaustelle schon bei der geringsten Sonneneinstrahlung auf und innen wird's bei Kunstlicht auch schön hell. Oder was meint ihr? Ich denke, man kann hier doch auch im Winter den ein oder anderen Handgriff wagen. Platz dafür wäre auf jeden Fall, bestimmt auch für eine Heizung, aber mal sehen, was die Teichbausaison 2020 alles so bringt. Mir bleibt beim Anblick dieser Bilder nur noch zu sagen, das war's mit dem Teichbau 2019. Und wenn euch dieses Video sowie die gesamte Teichbauserie gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Gern auch ein paar nette Kommentare. Wer will, drückt hier mal den Abo-Button oder schaut einfach mal auf meinem Kanal rein. Dort findet ihr noch viele weitere Videos rund um das schönste Hobby der Welt. Also euch viel Spaß beim Teichbau. Wir sehen uns das nächste Mal auf eurem Einfach-Koi-Kanal. Ciao, ciao.